Die gleichen Spinner, ich meine. Der hat einfach eine ziemlich fiese Taktik angewendet, weil in Hearts of Iron ist ja das Problem, wenn du dein an der Front, die du machst, deine Truppen eingräbst, ne? Und die KI ist ja leider so dämlich, die greift ja ständig an und die hat irgendwann dermaßen hohe Verluste, die KI. Der hat es wirklich geschafft, dass die Alliierten und die Sowjets keine Manpower mehr hatten. Ja, solide Leistung, ne? Und dann hat er Gegenangriff gemacht und dadurch, dass er ständig die Angriffe abgewehrt haben der seine Truppen irgendwann dermaßen hohe Erfahrung gehabt, dass die einfach overpowered waren. Also er konnte die ganze Zeit hier diese Armeepunkte da, dieses XP, also Erfahrungspunkte ständig seine Truppen verbessern. Hat er die ganze Zeit gemacht, irgendwie fast 4 Jahre oder so, und irgendwann hat er einfach nur noch alles überrannt. Und da hat er selber gesagt, also dieses System ist eigentlich vollkommen broken, hat er gesagt. Weil damit kannst du eigentlich im Prinzip mit jedem Land gewinnen. Einfach eingraben und die KI anrennen lassen. Das machst du so lange, bis die keine Manpower mehr hat. Und dann sterben die von der KI die Truppen einfach dahin, wenn du angreifst. Schöne Sache das. Ja. Wie er das gemacht hat, er die ganze Zeit nur die Oder-Neiße-Linie und den Rhein gehalten. Das war ja dermaßen, du musst dir vorstellen, die Alliierten hatten ja dann schon Atomwaffen gehabt, ne, 1949. Ja, oh, das passt schon. Ja. Aber er hat ja selber gesagt, also zum Zuschauen hier für einen Livestream ist das überhaupt nichts gewesen, weil er hat einfach nur da gestanden, so ein bisschen die Truppen sortiert, ganze Zeit und gewartet. Ja, mehr mache ich doch auch nicht. Also ich weiß auch, dass es am Anfang möglich war, so einen unbesiegbaren Truppe zu bauen. Oh oh. Ja, aber haben sie schon rausgefixt, alle. Also nicht. Ja, aber es ist. Jetzt mal endlich von diesem Scheißschiff runterkommen. Nein, gut. Och. Aber wie gesagt, zum Zuschauen war das echt nicht schön. Also, der hat ja wirklich nur ganze Zeit da gestanden und. Wie lange kann man denn bitte schon brauchen, um irgendwo runterzulaufen am Schiff? Ja, gut, jetzt verliere ich natürlich. Danke. Gut, wir greifen sie nicht an. Leg dich doch einfach nur. Gut, ja, ich kann eine schöne Situation ausnutzen. Cordoba hat nämlich gerade die Fatimide angegriffen. Jetzt kann ich sie angreifen und Bayern würde sogar mitmachen. Hast du dich mit Bayern verbündet? Wie ja. Wie bist du denn? Hä? Ich habe Ansprüche bekommen? Ja, Tatsache. Oh, jetzt krieg ich die ganzen Kreuzzugboni wieder. Oh, herrlich. Extra Steuern und alles. Herrlich. Du machst Kreuzzug gegen Bayern? Gute Entscheidung. Nee, gegen die Ungläubigen. In Bayern. Oh, jetzt. Allein der Steuerbonus schon vor dem Kreuzzug ist ja göttlich. So, Karpaten, habt ihr vielleicht Bock, so ein bisschen weiser Frieden? Ich habe doch eine unwichtige Provinz von euch besetzt. Lebt der Fino noch? Nein, ist der überhaupt? Ich bin tot. Hä? Was? Ich lebe noch. Bist du? Ach, du warst ja jetzt hier Kassaria, wa? Nee. Warte mal.
Ja, hier ist irgendwo ein ganz komisches Land wieder. Spieler. Udmurtien bin ich. Ach hier, die Udmurtri. Ja. So ein Land ist auch. Pass auf, du hast Juden in deinem Land. Ja, macht ja nichts. Das als so Need, das kannst du nicht dulden. Doch, ich habe gerade Toleranz gemacht, hier ein bisschen. Oh Gott. Die Gitte ist tolerant. Scheiß Faschist. Der widerlichen Toleranz hier uns ins Gesicht drücken will die ganze Zeit. Nee, ich hatte ja letzte Runde Kumanien noch und das wurde gefressen von Udmurtien und dann spiele ich dementsprechend Udmurtien weiter. Pass auf, Honky-Tong. Delfino verliert jetzt garantiert immer mit Absicht, um immer stärkere, größere Länder spielen zu dürfen. Ja, aktuell ist er mit Samaniten verbündet. Ja, wenn mich jetzt Tang frisst, dann spiele ich den Tang weiter, ne? Ja, ist schwierig, weil du bist ja mit Samaniten verbündet und Tang garantiert die Unabhängigkeit der Samaniten. Ja, stimmt, ja. Tatsächlich, ja. Oh, es kann ja nicht unabhängig von. Ja, von Karma. Also, und dein Nachbar Kimek ist auch schon Tributstaat von Tang. Alles ist ein Tributstaat von Tang. Und Tang hat. Tang hat. Ich wehre mich noch. Und Tang hat dauerhafte Ansprüche auf Kimek. Ja, die kommen langsam näher, ne? Es trennt euch nur noch eine Provinz von den Samaniten. So, wie sieht's denn aus? Nö, oben. Bock auf Weiß, ich habe schon eine Ländergrenze mit Kimek, also von daher. Das trennt nicht mehr. Das siehst du vielleicht nicht. Der Fino schafft das schon gegen Tang. Der macht dich fertig. Ja. So, die Hauptschlösser nicht besetzt von denen. Deswegen haben die noch Bock. Diese Base-Inflation, ey. Hey, warum ist ach stimmt, das ist ja keine Insel. Ganz vergessen, Hormus ist hier keine einzelne Insel. Was, Cordoba hat Ansprüche auf mich fingiert. Uiuiuiui. Aber die werden mich wahrscheinlich nicht angreifen, weil wenn die mich angreifen, sind sie im Krieg mit England, Bayern, Byzanz. Ist gar nicht so viel. Byzanz ist. Oh nein, Byzanz. Ja, die sind aber Juniorpartner von England. Achso, ja gut. Und guck mal, was England deswegen macht. Die erobern hier lauter Provinzen hier. Im ehemaligen Oströmischen Reich. Die haben sogar schon eine Grenze zu Böhmen und Mecheria und wie die alle heißen. Schon eine lustige Karte hier. So, können wir jetzt langsam mal hier. 1158. 2 Jahre für eine Provinz. Ach komm. Ist doch schnell, was hast du? Ja, ich komme halt nicht an dieses eine scheiß Land ran.
Möchte die jetzt mit weißen Frieden? Oh, perfekt. Weißen Frieden. Ja, was soll ich machen? Ich komme ja nicht zu diesem scheiß Land hin. Ich komme ja nicht hin. Oh, die Koalition ging mir lustig auf. So, eine Provinz erobert. Doch ein wunderbarer Erfolg. Ja. Hat immerhin 18 Entwicklung. Das ist nicht schlecht. Sehe schon, yay. Loser Erfolg. Man wird hier irgendwann in einen Riesenkrieg reingezogen, ja. Meine Damen und Herren. Wir haben 7 Quadratmeter Land erobert. Zeit, eine Parade zu halten. Fühlt sich gerade wie Russland in der Ukraine, oder? Erster Weltkrieg. Erster Weltkrieg. Wir haben nur 100.000 Mann verloren für diese 2 Quadratmeter. Zeit für eine Parade. Das mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber das ist ja in der Ukraine wirklich so, oder? Was Russland da macht. Oh, ja, frag mich echt, was in die letzten, da sieht man wirklich die letzten 30 Jahre, die 100 Milliarden Dollar, die sie da in ihre Rüstung reingesteckt haben, in die Armee, die sind einfach in irgendwelchen Kanälen versickert von irgendwelchen Oligarchen da. Das war nötig, um die T-34 in Stand zu halten. Ja, Wahnsinn, was die für Geld verbrannt haben, ey. Die haben ja schon mal aufgedeckt hier, diese Gruppe da von Nawalny, dass da sogar Generäle, ne, sich die Taschen vollgesteckt haben. Und bei den Soldaten nichts angekommen ist, hier neue Ausrüstung oder irgendwas. Wie du das sagst, sogar Generäle, gab es da noch andere? Nein, überhaupt nicht. Ey, das ist so ein dermaßen kaputtes, korruptes Land. Also. Ja, wie eine. Die nennen das Armee wie die Deutsche Bahn. Ne? Genau. Einfach Wahnsinn, ey, was die da fabrizieren da in Russland, ey. Überleg mal, selbst die Deutschen haben ja geschafft. Und haben Krieg an mehreren Fronten geführt. Irak ist gewachsen. Was, Irak? Ja, er hat sich gerade ein Stück Kamaten gegönnt. Erstaunlich zurückhaltend. Aber Wahnsinn, ne? Also, hier hat der Irak wenigstens Glück, dass es die Amerikaner noch nicht gibt. Uff. Und ist da irgendwo Öl in Irak schon? Nein. Ich möchte schon mal Interesse anmelden. Natürlich nur mit der. Selbstverständlich nur mit der Absicht, das Land zu demokratisieren, nicht? Also. Nicht, dass da. Ja. Falscher Eindruck entsteht. 20-jährige. Sozialoperation der Amerikaner doch gut funktioniert. Ja. Ja, man sieht doch, die Länder sind doch absolut stabil, wo wir uns eingemischt haben. Libyen, Syrien und so. Also. Blühende Landschaften. Ja. Was das Problem dann soll. Ja gut, da mal hier und da mal eine kleine Explosion oder so. Aber gut. Ja, die feiern ja auch Silvester. Gasleitungen explodieren nun mal manchmal. Ja, richtig. Hat da sicher noch Gewährleistung gehabt. Oh, es gibt jetzt Luxemburg. Das kleine Land.
Na, die Koalition löst sich auf. Finde ich gut. Was? Die Koalition löst sich auf? Neuwahlen? Ja. Kannst du jetzt neu entscheiden zwischen den Rechten von der CDU und der Rechten von der SPD? Sehr gut. Endlich mal eine Fortschrittskoalition. Endlich SPD und CDU. Gab's lange nicht. Ja. Chemie gibt's ja auch noch. Ja, die wollen sich auch nicht wasserlisieren lassen. Was denn mit denen? Die wissen ganz genau, dass du die nur ausbeutest. Ich will sie beschützen vor Tang. Lü vielleicht. Das wird aber auch wieder nicht reich. So, mal meine Flotte vergrößern. Entfernen unsere Grenze, da ist eine Provinz dazwischen, ich bitte dich. Es gab doch keine Autos zu der Zeit. Sollen sie einen scheiß Zug nehmen? Ja, DB Regio oder wie? Ja. 49 Euro Ticket oder so. Oh, warum sind die mit Sachsen verbündet, ey? Ist doch kacke, aber warte mal. Wem hat denn Sachsen ist kacke, da stimme ich zu. Wem haben die denn als Rivalen? Böhmen, Bayern und die Niederlande. Was ist das denn, wenn die Niederlande? Warte mal, wenn ich jetzt Oledo angreifen wollen würde. Ah, kacke. Ist der Mitglied im Heiligen Römischen Reich, ne? Oh nee. Macht der. Kämpft der Bayern gegen mich. Ach Mann, ey, ist doch kacke. Kann ich England angreifen? England kann man immer angreifen. Warum macht ein Bayern da nicht mit? Oh, weil sie verbündet sind mit England. Ah, ich lieb sowas. Wenn alles mit allem verbündet ist. Ja, Großmacht mit Großmacht und. Bleh. Jetzt kommen wir wieder mit am X-Bischof diese Menschenrechts. Jetzt weiß ich nicht, wo ich mich noch setzen will. Diese Menschenrechtsorganisationen ins Spiel einführen. Boah, was sind das für Bündnisse? Die Ägypter sind mit Cordoba und Irak verbündet, mit Sheva. Also ich kann jetzt eigentlich nichts mehr machen. Ich kann mich nicht mehr nach Osten ausbreiten, nicht mehr nach Süden, nicht mehr nach Norden. Ja gut, dann, ja, liebe Zuschauer im Stream, jetzt passiert bis 9999 nichts mehr. Das sieht man eh noch nicht von mir aus. Oder streamst du auch? Nee, nur so als Ansage. Falls sie doch in Zukunft was erwarten. Nee, das ist nichts, schon lange vorbei. Hier wird nichts mehr passieren. Ich kann gut, vielleicht. Meriden anbieten. Ja. Gut, irgendwann vielleicht. Gibt einen Großkrieg und dann werden die Würfel neu gemischt oder die Karten. Naja, in Europa sicher so im 15., 16. Jahrhundert, also in 400 Jahren mit der Reformation. Ja, das ist immer. Also, wenn wir unseren Streamplan durchgehen und sagen, wir schaffen pro Stream 20 Jahre. Mal kurz. 20 Jahre, das wäre in 20 Streams, alle zwei Wochen, in 42 Wochen, also vielleicht irgendwann im nächsten Jahr. Also, das mal kurz so. Mein Herrscher ist gestorben und mein neuer Herrscher hat 656. Yes. Und gleich stirbt er. Durch einen Unfall. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wie ich diese Rebellen, die auf einmal herkommen, loswerde. Delfino, das ist leider dann oft so, wenn du einen guten Herrscher hast. Was? Oh, der Herrscher ist plötzlich gestorben, ganz tragisch. Warum müssen wir hoffen?